Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier. Heute mit einem Video, wie levelt man einen Caster Champion? Warum spielt man überhaupt einen Caster Champion? Nun, das liegt daran, dass der Caster Champion hier über zwei Skills funktioniert. Einmal First to Strike, Last to Fall. Dadurch bekommt man Adrenalin und der Adrenalin-Buff gibt euch 100% Increased Damage. Und vor allem, darum geht es hier, Caster Movement Speed. Also 25% Cast und Attack Speed und dann noch Movement Speed. Und ein bisschen Physical Damage Reduction. Aber diese 25 Cast Speed sorgen dafür, dass man als Self-Caster unglaublich schnell unterwegs ist und ja, sehr, sehr, sehr viel bekommt. Und dann hat man noch Inspirational, das heißt, man kann auch einen buffen. Also man hat viel Aura-Effekt. Und in Kombination vor allem mit Smite sorgt man dafür, dass man einen sehr hohen Lightning Damage hat. Das Ding ist aber, dass Champion unten im Skilltree ist und man erstmal nicht so leicht da hochkommt. Normalerweise will man ja hier Elemental Overload und hier in diese Cast-Ecke kommen. Und am Anfang hat man auch gar nicht so viele Spells der Auswahl. Also levelt man den Champion erstmal auf eine andere Wege. Man kann den Champion natürlich auch als Melee leveln, auf die linke Seite gehen und dann komplett einen Reset machen. Das ist aber nicht so effizient. Es lohnt sich schon, hier auf der rechteren Seite zu bleiben. Und in der jetzigen Meta wird dieses Bild später in ein Spark-Bild umgewandelt. Spark-Champion. Das ist eines der im Moment erfolgreichsten Builds im Gauntlet. Und dazu werde ich halt in einem zweiten Video mehr dazu erzählen, aber erstmal hier soll es wirklich um diese Leveling-Phase gehen. Wie levelt man einen Champion? Also, ein Champion fangt ihr an zu leveln, wenn als Erster solltet ihr vielleicht mit etwas mulen. Zum Beispiel könntet ihr mit einer Witch erstmal anfangen und in die Stadt laufen und dort einen Spark-Gem kaufen, wenn ihr zum Beispiel später Spark spielen wollt. Also das würde sich zum Beispiel anbieten, um den schon zu leveln, plus man kriegt 3 Wisdom-Schriftrollen und das sorgt dafür, dass ihr ein bisschen mehr Auswahl am Anfang habt und ihr kriegt dann noch zusätzlich 3 Life-Flaschen und eine Mana-Flasche dazu, die euch auch im Early-Game helfen kann. Bei so einem schweren Event, wie zum Beispiel beim Gauntlet, bietet sich das sehr stark an, so einen Mule zu machen, um einfach mehr Ressourcen sofort mit Level 2 schon zu haben. Aber sehr optional. Das, was ihr eigentlich haben wollt, ihr startet mit Champion und holt euch dieses Setup ab. Das ist euer Setup bis Level 12. Ihr spielt Splitting Steel mit Onslaught und Chance to Bleed. Die bekommt ihr alle mit Level 1 quasi. Und dann mit Level 4 bekommt ihr Ancestor Protector. Genauso mit Level 4 kauft ihr euch Dash, um nach vorne euch zu bewegen und Frostblink. Am Anfang werdet ihr nicht genug Intelligenz haben für Frostblink, also den könnt ihr erst ein bisschen später ausrüsten. Und deswegen nehmt ihr erstmal Dash und später, wenn ihr genug Intelligenz habt, wechselt ihr ihn aus durch Frostblink und ihr bekommt außerdem mit Level 4 Warbanner. Der ist so ein bisschen, da müsst ihr schon ja, ein bisschen erfahrener sein im Path of Exile, aber den könnt ihr schmeißen, um im Early Game schon am Anfang der Leveling-Phase, zum Beispiel bei einem Boss, ein Burst-Damage reinzuhauen, weil ihr dadurch, wie gesagt, 100% Increased Damage bekommt. Und auch Attack und Cast Speed und so weiter. Und dadurch könnt ihr halt sowas wie bei Brutus, ja, weiß ich nicht, auf einmal dann doppelt so viel Schaden machen für ein paar Sekunden. Dafür wird der Warbanner benutzt. Ist aber rein theoretisch optional, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr aber machen. Okay, wie sieht das Skilltree aus? Also, ihr fangt hier unten an und geht über Attack Speed. Geht hier rüber, über die Life Notes, dann zu Attack Speed, hier rüber zu Gladiator. So, und hier habt ihr dann 2 Möglichkeiten. Entweder ihr wollt unbedingt mit Frostblink spielen und Dash mögt ihr gar nicht, dann könnt ihr rein theoretisch hier zur Intelligenz erst nehmen. Diese Intelligenznote erlaubt es euch, Frostblink zu spielen. Aber die meisten Leute sagen sich, ist mir egal, ich will bleib bei Dash und gehen hier zu Fireballs. Das ist euer Damage-Setup für der Splitting Steel. Weil Splitting Steel ist ein Projektil, deswegen skaliert das mit diesem Node. Also ist der Normalfall, man geht hier rüber, dann zu Life Nodes zum Beispiel nehmen, ein bisschen Defense nehmen. Kann man aber auch weglassen, wenn ihr zum Beispiel Softcore spielt, braucht ihr keine Defense, dann könnt ihr sofort hier auf die rechte Seite gehen, aber wir nehmen sie einfach mal, ne? Und gehen dann hier auf die rechte Seite hier rüber. Okay, das ist euer Start. Ungefähr so sieht das aus bis Level 12. Oder halt im Early Game. So, als nächstes wechseln wir dann, wenn wir Mavel getötet haben, ungefähr ab Level, oder kurz vor Mavel, ab Level 12, bekommt ihr Poison Concoction. Das ist ein super starker Skill und spielt sich auch sehr angenehm, finde ich. Oder was heißt nicht nur ich, sondern das spielen sehr, sehr viele Racer, um schnell zu leveln.
Sehr geiler Skill, weil man braucht auch keine Waffe. Das ist auch so ein Vorteil. Man muss auf einen Item-Slot überhaupt nicht mehr achten. Dann kann man durchlaufen. Und man spielt dann das meistens Poison Concoction mit Onslaught. Für den Onslaught-Effekt, also dass man eben schneller ist. Und Volley. Wenn ihr dann ein Feeling später bekommt, macht ihr das mit lesser Multiple Projektile rein. Außerdem könnt ihr bei Bossen zum Beispiel auch einen Gemswap machen und Onslaught raustun und lesser Projektile reintun, damit ihr dann quasi Poison Concoction, Volley und lesser Multiple Projektile habt als Dreilink. Könnt ihr machen, aber es ist vollkommen okay, die ganze Zeit mit diesen Dreilinks zu spielen, also Onslaught auch beim Boss beizubehalten. Ihr werdet genug Schaden haben. Es dauert ein bisschen, aber es wird schon gehen. Zusätzlich kauft ihr euch Withering Touch in Akt 1 mit Level 12. Nicht Withering Touch, Withering Step. Da haben wir einen Fehler gefunden. Da, Withering Step. Weil Withering Step, das, wartet mal, das mache ich hier kurz löschen. Dass das einer falsch macht. Step. Falsches, genau, Withering Step, das benutzt ihr beim Bossfight, um 6 Withering Step auf dem Bossfight zu machen und das macht einiges mehr Schaden. Also ist quasi ein Debuff, sowas wie ein Curse im Early Game auf den Gegner oder auch später. Und das könnt ihr auch benutzen, um einfach schneller vorwärts zu kommen, weil ihr Elusive bekommt und dadurch bewegt ihr euch ein bisschen schneller, dadurch könnt ihr ein bisschen manövrieren. Bedenkt aber, dass das genauso wie Frostblink die gleiche Cooldown hat, teilt ihr euch. Und dann kauft ihr euch noch Shield Charge. Und Shield Charge kann man natürlich nur mit einem Schild benutzen. Ihr könnt keine Waffe tragen, also tragt ihr ein Schild, logischerweise. Keine Waffe geht ja nicht, so mit einem Schild. Und das erlaubt es euch, Shield Charge zu benutzen. Und die Kombination Shield Charge mit Frostblank ist einfach nur insane gut. Also das spielt sich so gut, wenn man das ein bisschen sich angewöhnt hat. Und später in Akt 2 nimmt man dann fast der Deck-Support drauf. Ja, und das ist euer Setup für das gesamte Early Game. Ihr spielt Poison Concoction bis Blatterkorrupte, bis ihr keinen Bock mehr habt. Ihr könnt das sogar in Maps weiterspielen. Es ist, es ist ein super, super geiles Skill. Und in Akt 2 später holt ihr euch noch dazu Herald of Agony. Das gibt euch extra nochmal Single Target Damage. Das ist euer quasi zweiter passiver Skill, der sehr viel euch noch Single-Target-Damage dazu gibt. Also der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und Blood Rage für Frenzy-Charges, einfach nur bei Mappen benutzen, ist auch optional. Und der zweite mit Level 24, das ist eher so schon Akt 3, eher Game, der gibt euch auch nochmal Single-Target-Damage dazu. Weil Poison Concoction, damit werdet ihr alle Gegner one-shotten. Also ihr müsst das schmeißen auf weiße Monster, die werden sofort tot sein. Super geil. Der Single-Target-Damage ist aber ein bisschen klein, da braucht ihr eben diese zwei Sachen noch dazu. Also Herald of Agony ist automatisch immer da und Blackberry ist eine zweite Taste, die ihr dann immer aktiviert. Ihr ladet den quasi auf, es ist so eine Aura um euch herum, ladet die auf und dann klickt ihr die Aura noch einmal und dann saugt sie den bisher gemachten Poison-Damage nochmal an die Gegner ab. Also er speichert Poison und dann gibt er sie quasi nochmal ab, also super stark. Das Ding alleine macht später, keine Ahnung, ich glaube bis zu 1 Million DPS oder so. So, und dann schauen wir, wie ihr den Skilltree dann weitermachen würdet, wenn ihr diese mit diesem Skill weiter. Poison Concoction hat den interessanten Fakt, dass es mehr Damage macht, wenn ihr Flask Charges habt. Also es verbraucht Live-Flaschen und macht dadurch mehr Schaden. Und ihr wollt immer die besten Live-Flaschen dabei haben. Und das Problem ist logischerweise, dass Live-Flaschen dadurch verbraucht werden. Also ihr solltet schon so 2, mindestens am besten 3 Live-Flaschen am Anfang zu haben. Und um sie zu sustainen, geht ihr hier rein. Es gilt Field of Medicine. Und dann skillt ihr außerdem hier Live-Flask-Charges, bekommt Charges. Das gilt ja auch noch dazu. So, wenn ihr das habt, dann könnt ihr in Damage investieren, indem ihr hier runter geht. Das hier skillt. Zack, zack, Poison. Das hier, Poison nehmen und das wäre dann das hier. Und sobald ihr dieses Claw Mastery genommen habt, habt ihr gar keine Mana-Probleme mehr. Davor müsst ihr immer wieder aufpassen, ihr braucht immer eine Mana-Flasche, manchmal sogar 2 Mana-Flaschen. Und wenn ihr das da genommen habt, habt ihr keine Mana-Probleme mehr. Um euren Schaden dann noch weiter ins kranke Sachen zu pushen, um dass ihr wirklich alle Gegner one-shottet, werdet ihr hier noch weiter runtergehen. Und diese Notes nehmen, und zwar das hier, 300% Increased Poison Damage. Also quasi euer erster Hit macht 300% mehr Schaden mit Poison. Und das sorgt dafür, dass ihr keine Probleme habt.
Ihr könnt auf dem Weg Finesse noch kurz mitnehmen, bevor ihr hier komplett auf die rechte Seite geht. Nehmen viele auch hier die Finesse kurz noch mit, aber man kann das auch später skillen. So, wenn man diesen Punkt hier erreicht hat, dann werden wir hier mal einen Breaking Point nochmal machen. OP 2. Und dann gehen wir weiter. Wir hätten eigentlich, wir hätten vielleicht mehr Breaking Points machen sollen. Egal, ich habe ja das Video dazu. So, und ab 2 geht das folgendermaßen. Dann werdet ihr erstmal hier in Life investieren ein bisschen. Ihr könnt Movement Speed nehmen hier, 8%, also damit ihr ein bisschen schneller in den Campaign dabei seid. Und dann geht das hier rüber zu Dexterity und zu diesen noch mehr Life Flask Charges. Genau. Ihr könnt sogar, wenn ihr immer noch Probleme habt mit Life Charges, hier noch mehr Charges nehmen. Aber die meisten Leute lassen es weg. Vergiss das. Also macht das nicht. Also ich glaube, die Flask Charges sind eher noch nicht so gut, dass man das machen sollte. Also ihr habt hier die Life Flask genommen, somit hier könnt ihr jetzt nur noch Flaschen verbessern und das lohnt sich nicht. So, ich persönlich bevorzuge dann hier weiterzugehen in die Resistenzen, weil das Bild hat ein bisschen Resistenzprobleme. Deswegen würde ich Sentinel hier rüber gehen. Und dann müsst ihr entscheiden. Habt ihr das Gefühl, dass ihr immer noch ein bisschen mehr Defense braucht, dann könntet ihr rein theoretisch Reflexe nehmen, weil das sorgt dafür, dass ihr wirklich viele Evasion dazu bekommt und euch wirklich sehr tanky anfühlt. Muss man, kann man aber auch weglassen. Viele Leute gehen dann sofort schon, also da bist, ich sag mal so, das ist das Core-Setup und bis zu diesem Punkt mehr braucht ihr nicht. Mit diesen Punkten alleine könnt ihr rein theoretisch jetzt bis Blatterkodukte farmen. Ihr habt jetzt allen Schaden, den ihr nehmen könnt und ab jetzt kommt es eher drauf an, was wollt ihr mit eurem nächsten Bild machen. Also das ist quasi das Standard-Setup. Vielleicht sollte man so sagen, das Life würde man auch immer nehmen und das Reflexe würde man auch nehmen, aber das ist quasi das, das Standard-Setup. Benennen wir das auch mal so. Nehmen. 2. Core Setup. So. Und ab hier müsst ihr einfach überlegen, was für ein Bild will ich danach spielen. Ich will Spark spielen, also will ich auf die obere Ecke. Also werde ich mit meinem weiteren Skilltree natürlich auf die obere Seite gehen und werde hier über die linke Seite nehmen, werde die Resistenznotes hier nehmen. Dann eben weiter, 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 weiter. Werde ich hier links nehmen, noch mehr Resistenznotes nehmen. Also im Endeffekt seht ihr, ich skill einfach nur Life Notes. Life und Resistenznotes. Weil alles andere bis Spark brauche ich nicht. Also gehe ich hier weiter, nehme hier die, auch die los mit. Kann Life Flaschen noch nehmen. Man könnte auch hier Life noch nehmen. Also hier runter. Aber das würde ich meistens noch später erst machen. Also im Endeffekt, ihr merkt, worum es hier geht. Es geht einfach nur darum, schon mal vorzubereiten auf das nächste Bild. Und wie im Late Game bei Blatterkodukte würde es ausschauen. Also ihr habt eure Poison Concoction in einem Vierling. Das wollt ihr so schnell wie möglich übrigens haben. So in Akt 3 am besten schon haben ungefähr diesen Vierling. Wenn es nicht geht, dann halt im vierten Akt oder so, aber so früh wie möglich eben. 4 grüne Gems, am besten Evasion-Ausrüstung versuchen zu bekommen. Withering Step haben wir schon erzählt, Shield Charge mit Frostblink haben wir auch schon erzählt, Herald of Agony haben wir schon erwähnt, Blood Rage haben wir erwähnt, für Frenzy Charges beim Mappen einfach nur, also beim Monster Killen, Blackbearer, noch mehr Single-Target-Damage und dann habt ihr irgendwann Auren, die ihr benutzen könnt. Man kann Grace oder Determination spielen. Das ist so ein bisschen Präferenz, was man spielen möchte. Ich persönlich bevorzuge immer Determination Aura mit Defiance Banner, aber man kann genauso gut auch mit Grace Aura und Defiance Banner spielen. Also es ist eher so euch überlassen, was ihr am besten mögt. Und Ancestral Protector ist übrigens eine sehr interessante Sache, weil Poison Concoction zählt als eine Aura habe ich vergessen. Die habe ich sogar ganz früh vergessen. Und zwar Precision. Weil Poison Concoction ist ein Attack. Es sieht aus wie, also es ist ein Spell, aber man braucht Precision für den Skill auch. Deswegen ist diese Aura relativ wichtig, dass man die auch hat. Und die hat man auch die ganze Zeit, auch im Late Game würde man sie benutzen. Man könnte sie weghauen, wenn ihr irgendwie auf andere Wege Akku bekommt. Aber sonst würde man die eben haben. Und das sind im Endeffekt eure 3 Auren. Precision, Defiance Banner und Determination.
By the way, ich gehe meistens, versucht man hier noch Projektile, die zwei Skillpunkte noch zu nehmen. Ich würde sogar sagen, das gehört noch zum Core-Setup, diese Ballista da. Also so würde ich sagen, Core-Setup, weil das ist auch schon einiges an Schaden nochmal, ne? Increased Speed und Projektil-Damage. So, und dann nimmt man normalerweise das hier noch mit. Freeze, Aura, da. So, das ist dann das Setup für Spark-Überleitung. Also bis ungefähr Level 60, ist sogar schon etwas mehr als Level 60. Das ist so ungefähr, was man braucht für Spark. Bevor man dann auf Spark rübergeht und wechselt. Ja, genau. Und Precision und Ancestor Protector, wie ich gerade erwähnt hatte, es ist ein Attack-Skill. Also skaliert das auch mit Attack Speed. Und somit, das Totem gibt uns ja Attack Speed. Somit ist das so ein bisschen ein Buff für Single-Target-Damage nochmal dazu. Den hat man auch hier ganz vorne gehabt. Protector Zepter, den hat man halt die ganze Zeit auch bei sich, wenn man kann. So wichtig ist das nicht, gibt nicht so viel. Aber jedes bisschen ist ja nicht schlecht. Ich würde sagen, Mage Blood by the way auch noch zum Core-Setup. Das nehmen wir auch nur zum Core-Setup, genau. Ja, und sonst sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Das kann man auch noch nehmen normalerweise. Ich würde sagen, hier das Core-Setup nehmen, die 50. Das dann wechseln. Das da, die 10% hier und die 50% hier. Genau. Okay, und das war's, Leute. Also, so levelt man einen... So leveln die besten Leute im Moment einen Caster-Champion. Aber wie ihr merkt, kann man aus diesem Transition, aus diesem Core-Setup so ziemlich alles andere auch machen. Also das funktioniert auch super, wenn ihr einen Bogencharakter abspielen wollt später. Oder mit, ja, sonst was. Also überlegt euch, ob ihr so spielen wollt. Probiert das aus. Es macht eine Menge Spaß, einen der genialsten Skills. Ich kann es nur empfehlen. Haut rein, bleibt sauber. Ciao, ciao.